Hallo, meine Freunde des getrosten Echtzeitstrategiespielen. Ja, wir killen hier unsere kleinen Freunde namens Infanterie-Farmer-Botze und werden die einfach jetzt mal vernichten. Ich habe gelesen, dass ich einfach mal hier mal kurz mit U starten soll, habe ich gelesen. Nein, ich habe gelesen, die müssen einfach noch gekillt werden. Ja, genau. Komm. Faster, schneller. Move. Und dann haben wir die Mission auch erledigt. Finde ich ein bisschen bescheuert, denn wie soll man eigentlich darauf kommen? Irgendwie schon, weil es die einzige Sache, die noch ist, man soll ja... Okay, ist der gerade gespawnt oder sowas? Hat der sich gerade gebeamt? Hier haben wir noch einen. Hey, erreicht! Finished! Ey, den kenne ich noch gar nicht. Boah, das hätten wir voll verpasst. Wahrscheinlich aufgrund der Verseuchung ist diese Gegend jetzt so trostlos. Oha, Tiberium pflanzen. Ah, guck mal, das Tiberium bezieht die Leichen ihrer letzten Lebenszeit. Und die Viecher machen sogar Geräusche. Klingt merkwürdig. So, Mission geschafft, 51 Minuten Effizienz. Boah, da gibt mal Punkte. Naja, nicht wirklich. So, das haben wir übersprungen und vorletzter, wie soll es anders sein? Und okay, da war Operation Tiberium, ich kann mich noch erinnern. Und da machen wir eine neue Mission und Mantel und Degen. Das heißt, die nächste Mission heißt also los und gleich mit schöner Musik. Not, ja. Mantel und Degen. Die GDI hat eines unserer MBFs abgefangen und erobert. Wir brauchen dieses Fahrzeug aber, um eine Basis in diesem Gebiet zu errichten. Holen Sie uns das mobile Baufahrzeug zurück und beseitigen Sie jeden Hinweis, dass die GDI jemals auf dieser Gegend war. Gut, das machen wir auch. Wir haben einen Stealth-Panzer. Das klingt für mich nach Speichern und da oben sehen wir auch schon... Not Zusatz 8. Mein Gott, also was für Safe Games ich da habe. Anzahl, ich frage mich, wie viel Megabyte das inzwischen schon sind. Okay, das Spiel ist von 1995, da kann ich nicht so viel erwarten. Aha. Nee. Boah. Da ist ja noch einer. Ich mach mal kurz die Spielgeschwindigkeit ein Müh geringer. Auf meine Standard-Spielgeschwindigkeit. Obwohl ich gerade ein bisschen aktiver bin, denke ich mal, dass wir ganz normal jetzt spielen sollten und nicht mit überhöhter Geschwindigkeit hier einfach vorbrechen und vor allem erst gar nicht angreifen. Oha, da sehe ich schon mal eine Basis und ein Tech-Zentrum. Seit wann haben die Gegner ein Tech-Zentrum, bitteschön? Das ist ja mal was komplett Neues. Ah, damit haben wir die Basis auf jeden Fall gesichtet. Wie gesagt, hier oben müssen wir hin. Oha, das wird kompliziert. Hier haben wir mal Tiberium. Wollen wir die überfahren? Dürften uns ja nicht sehen. Ja klar. Der schießt total auf uns. Logisch. Aber wir sind schon mal total strikt vorbeigefahren. Und ja, hallo. Ey. Der ist auch noch nahezu unbesiegbar. Nee. Also den greift man lieber nicht an. Der ist mir zuwider. Und jetzt kommen die alle hinterher. Ich fass das nicht. Yeah. Ja. Vielleicht werden die auch von der GDI angegriffen, wer weiß. Wie laufen wir hier hoch? Fahren wir hier hoch? Ei. Können wir kurz zwischenspeichern. Machen wir mit den neuen Geboten Nummer 98. Könnten wir auch mal ein bisschen die Reihenfolge verändern. Mal gucken, ob wie der Panzer ist im Boah. Ja. Okay. Nee, das war dann
Eher negativ. Ja. Meinetwegen alles okay. Und wir machen Laden. Wie handeln wir uns am besten? Wie handeln wir am besten hier? Ja klar, nicht schon wieder. Ja, ich weiß, er ist fehlgeschlagen. Ja, das kennen wir auch in der Zwischenzeit schon. Neubeginn meinetwegen. Mission laden. Gut. Kommen wir noch irgendwie anders drauf? Ich gehe mal hier unten lang. Oha, wo geht die denn lang? Wollen die mein Baufahrzeug kaputt machen? Ah, der fährt gerade zum Mammut weg. Oder auch nicht. Doch, jetzt fahren sie beide. Boah, 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 boah. Zurück mit euch. Okay, jetzt fahren sie weg. Ach, schau mal einer an. Die Farmbots haben wohl die Mammuts evakuiert. Die sollen wir da gucken wahrscheinlich, dass da irgendwas war. Deswegen fahren die Mammuts jetzt so lang. Und die Farmbots gehen auch zurück. Farmbots, auch eine ziemlich coole Bezeichnung. Wir werden mal am Rand fahren und hoffen, dass wir unentdeckt bleiben. Oha, ein Mammut kommt zurück. Ja, klar. Ja. Und da oben ist noch ein Panzer, wie ich sehe, oder? Ja. Ja, ja, ja. Meine Gegenfrage, wenn wir die Basis irgendwie eindringen, nur so als Frage, wie kommen wir mit dem MBF am besten zurück? Ohne dass wir da Schaden erleiden? Ich meine mal, hier ist schon ein schönes Tiberiumfeld, aber ist mir alles ein bisschen zu merkwürdig hier. Ja, wir wurden kontaktiert. Ne, können gleich nochmal neu laden. Wie lecker. Wir werden so oder so gesehen. Ja. Ja, fehlgeschlagen, ich weiß. Das ist cool. Ja, wir starten nochmal neu. Mission laden 98. Wir dürfen Mauer nicht angreifen, solange ein Turm in der Nähe ist, welches uns sieht. Obwohl die Idee einer Mauerzerstörung vielleicht gar nicht so schlecht ist. Man muss aber denken, wo man die zerstört. Vielleicht reicht es. Ne, der Turm reicht. Der kommt da weiter. Und hier. Ich fahre noch ein bisschen weiter nördlicher. Oh, hier kann man noch mal rumfahren. Obwohl es auch ziemlich gewagt ist. Puh. Aber man muss wahrscheinlich hier rumfahren, wie ich kenne. Ei. Ich speichere noch mal kurz auf 99. Ja, weiterfahren. Aber hier ist es weit genug voneinander entfernt, die Dinger, dass wir nicht erwischt gesehen werden. So, dumme Frage jetzt. Jetzt sind wir beim MBF. Wie machen wir es weiter? Wie kommen wir raus, ohne dass wir... Und wo positionieren wir uns am besten? Jo, klar. So. Wir fahren einfach mal strikt und konsequent hier runter. Denn ich denke mal, die Basis können wir erstmal getrost vergessen. Oh Gott, ist es echt Sinn und Zweck, dass wir uns so verstümmeln, damit wir da rankommen? Wenn wir hier können wir eh nicht sonst raus. Müssen wir uns in Süden positionieren. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine gegnerische Basis. Jedenfalls kennen wir unseren Feind schon mal ein bisschen. Und ich denke mal, hier unten werden wir ganz gut glücklich werden, ohne dass uns so schnell jemand angreift. So zumindest meine Hoffnung. Und was haltet ihr davon? Sagt's mir.
So, Not Zusatz 8 ist eh eher für Anfang gewesen. Dann fahren wir mal runter und ach nein, Brücke. Oh, ich sehe schon kommen mit den Sammlern. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch das schnellste Fahrzeug dafür, um irgendwas zu erkunden und zu wissen, wo wir. Da kommt ein Mammut an. Und die können hier nochmal langfahren. Ich hoffe, der Mammut fährt echt nur zu seiner Basis zurück. Ja! Ha! 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 Ah, ihr seid witzig. Ja, das konnte ich mir in dem Moment auch denken. Neu beginnen, ja, wir machen mal. Wie gehen wir lang? Mission laden 99 und dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie uns noch ein Büg cleverer anstellen können. Oh, da ist ja auch noch ein Turm. So. Okay. Basis will ich nicht direkt angreifen. Aber ich muss schon. Ja, klar. Okay. Los, fahr nach unten. Jetzt hat er wenigstens noch ein paar Trefferpunkte mehr. So, sehr schön. Vielleicht sollten wir uns dann doch hier mehr. Nein, hier ist ja die gegnerische Basis. Also wir fahren auf jeden Fall hier runter. Wir können nochmal die einen überschreiben. Wir auf jeden Fall jetzt mehr Leben haben. Das Schöne ist echt was anderes. Also. Wir müssen überlegen, wie wir es am besten handeln. Am besten sowas, ja. Dann vielleicht nochmal hier so lang. Hier runter und so. Und da müssten, glaube ich, die Infanterieeinheiten sein, die uns letztens angegriffen haben. Ja! Runter mit dir! Überrollkommando! Ei! Nein! Nein! Nicht möglich, oder? Ach Gott! Ja, neu beginnen. Ja, ja, okay, ist okay, ist okay. So, wir mal an die Mistding und. Ja, werden dann schon mal in dem Bereich dann hier irgendwie unsere Basis errichten. Dort unten, wo gerade die Clay-Manikicken sind, können wir leider nichts machen. Die werden uns alles. Ja, keine Ahnung. Die mögen uns nicht. So. Reparieren wir erstmal, damit wir Energieniveau nicht kritisch haben mehr und auch schneller bauen können. Wirkt erstmal merkwürdig, macht aber Sinn. Weil momentan bauen wir extrem. Na, es geht. Na komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Na noch, komm. Komm. Ich will, dass es grün wird. Es muss grün werden hier. Ach nein, nee, nicht wirklich, oder? Ach. Wie soll ich den denn bitte schon besiegen? So. Ja. Sehr schön. Nein, er kann rüberschießen natürlich. Das ist nicht euer Ernst, oder? Na komm schon, bau schneller. Nein, ich kann es nicht bauen hier. Ah! Von da kommen auch noch welche. Ich kann es da auch nicht bauen. Ah. Los, komm runter. Wie könnt ihr mir nur sowas am Antun, bitteschön.
Womit habe ich das bitte verdient, dass sie mir sowas antut? Gott. Ich weiß. Mir jetzt momentan. Ja, klar, jetzt werden wir schon wieder angegriffen. So, Konstruktion fertig. Und kommt jetzt der Mammut? Natürlich kommt der Mammut an. Andere Taktik. Hier kommen wir auch gar nicht vorbei, oder? Schütze. Rex Zero Trooper. Schütze. Gehen wir hier runter. Wenn es irgendwie geht. So. Ja, nein, 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 ach nein. Ach Gott. Nicht euer Ernst, oder? Obwohl das jetzt ganz interessant wird mit zwei Invasoren. Könnten wir versuchen, die gegnerische Basis einzunehmen. Und die kommen alle auch schon an, oder was? Das ist mies. Ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. Wir machen auf jeden Fall eine kleine Pause und bis dahin, ja, euch noch einen schönen Tag. Ciao.